Also, du guckst nicht wirklich in Porno, oder? Du weißt, dass die Cam schon seit 3 Minuten an ist. Ja, schneiden wir weg. Nicht so lieb. Ja, man, schneide ich einfach weg. Ja, Leute, willkommen zu unserem dritten Teil von Up in Liga 1. Tim Bademantel hat leider noch nicht die Zeit, mich umzuziehen. Wir machen heute wieder 2 Spiele und natürlich wird es wieder eine Strafe geben. Wir wollen natürlich nicht viel labern. Bis gleich. Ey, verdammte Scheiße, Mann, das leckt schon wieder so sehr. In der 3. Minute geht er hier durch Aubameyang in Führung. Ich könnte nichts machen wegen den Ex. Kommt der Ball zu Bentner. Der kommt, hat einfach mal lang auf Aubameyang. Wie räudig ist das denn? Ja, hier bin ich mit dem Torwart rausgegangen und versucht, den langen Ball abzufangen. Aber wie immer, die Gegner in Bestform immer schön am Lupfen. Hier Einwurf Piszczek auf Kuba. Der auf Mkhitaryan, der wieder auf Kuba, jetzt Flanke und Kopfballtor. Was macht Howard dann? Ja, endlich mal habe ich jetzt hier eine Ecke, wieder mal eine Glanztat von Weidenfeller. So. Und hier das 3:1, da kann man ruhig mal klatschen. Vier Fehler, Junge. Junge! Was war das? Yippie, wieder eine Ecke. Und Tor! So, jetzt der Gegner mal hier mit einer Ecke. So. Oh mein Gott, was macht Tor der bitte? Den muss er sicher haben, der ist im 5-Meter-Raum. Immer lange Bälle, die Abwehr steht falsch, Howard wieder zu weit draußen. Ey, Junge, da gibt mir einer Flitzen, Freunde. So, hier mit Trignon am Ball, der schickt schon wieder den schnellen Aubameyang, der sich hier durchsetzt. Und für ihn ist es kein Problem, diesen Ball zu verwerten, weil Howard heute nicht in Form ist. So, Leute, das Spiel endet 7:3. Ja, hier nochmal die Bewertung von Weinfeller und von Howard. Das heißt doppelte Strafe für mich. Ja, was soll ich dazu sagen zu der Statistik? Guckt sie euch selber an. Naja, ob er so verdient gewonnen hat, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Aber die Statistik sagt nur eine Meinung aus. So, Leute. Ja, Leute, heute gab es leider wieder nur ein Spiel, wie beim letzten Video schon. Diesmal hat er verloren, das freut mich natürlich. Aber jetzt muss er das Ei auch runterschlucken. Prost. Bäh, davon wird man schwanger, Alter.
Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Bäh.